Hier spricht wieder Oster und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge hier bei Grandia 2 und wir sind immer noch in dieser komischen Höhle mit der guten Melania zusammen und wir haben letzte Mal die Karo heißen die Viecher, ich glaube ja, gefüttert, um ein bisschen Zuneigung zu gewinnen und eventuell kriegen wir da auch Geschenke für. Sicher waren wir uns zwar nicht, aber das werden wir herausfinden, falls uns mal dieses kleine Tierchen besuchen sollte. Jetzt geht es damit weiter. Hier, ich glaube, in den nächsten Abschnitt zu kommen. Wir suchen immer noch den kleinen Jungen. Aua. Und wollen natürlich das Monsternest zerstören. Was war das für ein Geräusch? Aha. Hey, got all the way in here? We did good to get here alone. Say, is that the monster over there? No. He's the one we rescued. Okay. Sehr lustig. Sie denkt, die Monster sind die Freunde. Der hatte mal eine starke Atem, meine Freunde. Dann werde ich euch mal erstmal zeigen. Oh, viel Leben. Aber ich denke mal, hier können wir jetzt mit Melania die Fallen Wings ausprobieren. Und weg mit dir. Sehr gut. Während sich die anderen auf den Weg machen, könnte Melania fertig werden mit der Magie. Das wäre natürlich bombastisch. Oh. Hier sieht man erstmal so ein bisschen die Grafikfehler, die sich da einschleichen. Aber cool. Deswegen sage ich ja, vor den Effekten her besser als viele RPGs heutzutage. Und da geht richtig die Scheiße von dannen. Und tschüss, das erste Monster hat sich noch nicht erledigt. Und bin jetzt noch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das wird ein bisschen mehr. Wiedersehen. Erstmal erledigt, der zweite folgt auf dem Fuße. Doch nicht. Warum auch? Der da vorne hat diese drei Glocken. Ich glaube, das heißt, der droppt besser. Also der gibt mehr Items als die anderen. Okay. So gut. Nimmt es auf die leichte Schulter und schläft währenddessen hier der Kampf kommt, aber na gut, man muss sich auch mal noch ausruhen dürfen. Als Held kriegt man ja wahrscheinlich eh immer wenig Schlaf. Deswegen wollen wir das mal verzeihen. Bitte? Einfach hier weg switchern ist aber nicht gut. Jetzt aber. Jawohl. Und tschüss. Endlich. Oh, ein Mana-Ei. Auch nicht schlecht. Das brauchen wir. Das Nebelei. Okay. 1000 Special Points. Okay. Thank you very much for saving me. You're making me regret it already. You shouldn't be here, kid. Go home. What about you two? What are you doing? We're riding the land of pests. Really? Then please take me along too. Give me a break. We're not running a daycare, kid. Go home. I will not go. I'm not playing around. I cannot lose that medal. It is the last thing my late mother left to me. Oh. Well, when you run into her, tell her that she should have left you some common sense instead. Entschuldigung. It's precious. I cannot lose it, no matter what. Bababam. Oh nein, hau nicht auf meine Brust ein. I will absolutely,
actively get it back. Ja, das hätte ich auch gemacht. Erstmal ein Stück zurückgehen, Junge. Hmm, you're so cute. I've decided, I'll take you along. Er ist so süß, darf ich den behalten? Auf jeden Fall. My name is Melania. What's yours? I'm Rohan. Thank you very much, Miss Melania. Hey, hey, I don't want any part of this. There's a rough road ahead. She'll only be a burden to a burden on you. Uh-oh. Nur eine Last. I'm so happy, Ryudo. Are you really worried about me? You're a good man after all. As weak and frail as I am, I will show you I can protect this child. We'll be fine, right? Yes. I shall not give you any trouble. Motorboating. Da würde ich mich auch wegdrehen. Weak and frail, hm? Just don't forget to feed him and charge his litter twice a day. Hey, turn off the waterworks, kid. There is a tooth fairy. There is a tooth fairy, alright. Achso, alles klar. Es gibt die Zahnfee wirklich, okay. So, you'll take me along? For now. But if you slow us down or just piss me off, your butt will be skipping down Lollipop Lane on its own. Understood. Okay, also wenn er sich nicht benimmt, schmeißen wir wieder raus. Vernünftig. Und wir haben ein neues Mana-Ei gekriegt. Das ist viel interessanter noch als dieser ganze Kladderadatsch, der hier am Straßenrand passiert. Mal gucken, was das für ein Ei ist. Wind, Wasser, Blizzard. Airy Egg. Das ist doch eher was für ihn. Man kann eher so lange heilen, wenn wir ihn schon mit haben. Moves and Specials. Okay, hier kann ich die benutzen. Und Power-Ups, da kann ich dann Sachen neu lernen. Ich denke, wir lernen erstmal das. Purple Lightning. Ich denke mal, das hilft uns auf jeden Fall. Und da können wir was mit Pumps lernen. Vielleicht machen wir auch das nächste Mal. Da gucken wir mal, was das Mist-Egg so auf sich hat. Also es kann heilen und es kann die Attacke Hole. Die kennen wir auch schon. Okay, okay. Und es kann Cure. Und es kann jetzt Hole Level 3. Hier könnten wir schwimmen gehen. Ist es ist es wichtig, schwimmen zu gehen? Oder wie machen wir das? Ist da echt vorwärts? Ja, da ist vorwärts. Okay. Calming Charm. Also wir haben den Jungen jetzt gerettet und die Melania findet den so süß, dass sie den mitnehmen will. So, damit ich das mal eben nochmal auf die Kette kriege, was da gerade so passiert ist, auch für mich selber. Und ja, jetzt ist halt alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir nehmen ihn so lange mit, bis er uns auf den Sack geht. So. Das ist die Ende der Geschichte. Und wir versuchen halt seinen Medaillon zurückzuholen. Wir benutzen keine Magie mit Ryudo. Das ist ein bisschen früh. Was ist denn der junge Rohan so? Golden Hammer. Okay, das probieren wir mal aus. Vielleicht ist das irgendwie geregelt in der Aufnahmesoftware, dass es nicht ganz so scheiße aussieht hier und da. Aber an sich ist das ganz cool. Vielleicht muss ich die FPS runterstellen, die er aufnehmen soll, wer weiß das schon. Oh. Mm. Der Rohan, der steht immer genau richtig. Jetzt auf Panties gucken, vorher Motorboating. Öffentliches Motorboating. Danach sollte man nie fragen. So, hier ist noch ein Heilkraut. Und gleich ein Kampf obendrauf. Warum nicht? Es gibt ja nicht viel, was es zu tun gibt. Die Welt rettet sich schließlich nicht von alleine. Burn und dann Zap. Dann nehmen wir wieder Zap. Wie gesagt, anders als bei Grandia 1 ist es hier halt so, man lernt die Magie nicht neu, wenn man sie neu lernt.
oder wenn man die levelt, sondern hier lernt man Magie neu, wenn man dann halt Punkte nicht verdient, um dann das Mana aufzuleveln und aufzubessern. Und dann kann ich mich entscheiden, was ich auflevel, weil ich habe nur gemeinsame Punkte, die für alle zählen. Aber im Moment, solange ich Zap habe, denke ich mal nicht, dass hier irgendwas passieren wird. Nachschminken, ohne Verluste. Level 14. Und es geht natürlich schön schnell vom Level her, das gefällt mir natürlich auch. Da kann ich irgendwas machen und dann kann ich da irgendwie... Was ist das? Dann kann ich hier rein. Dann gehen wir doch hier rein. Für 300 Goldunzen tue ich schon einiges. Und da kann ich dann wohl hier rein. Und da gibt es einen Hebel. Und wenn ich den Hebel umlege... Ach so. Dann habe ich jemanden sehr durstig gemacht, der dann das ganze Wasser trinkt. Auch nicht schlecht. Ist das ein Timer, der da hinten im Hintergrund läuft? Oder was passiert hier? Ein neuer Helm. Aber sonst nichts. Was ist das für ein Helm? Immer mal nachgucken. Eventuell können wir die Sachen ja gebrauchen. Ein Stonehead. Okay, nehmen wir... Hier sind nochmal neue Verschließ, da könnte man hin. Wenn man einmal rumgeht, dann müssen wir uns erstmal überraschen lassen vom Gegner, glaube ich. Ja. Surprised und surrounded natürlich. Melania geht's gar nicht, so nicht wie der Anschein hat. Da gucken wir nochmal, dass wir vielleicht einen Zap zusammenkriegen, der vielleicht eventuell nochmal alle treffen könnte. Die junge Rohan könnte aber... Oh ne, der kann nur heilen. Stimmt, der hat das Mana eigentlich, das überhaupt keinen Effekt hat. Dann können wir die dicke Kröte da hinten mal ein bisschen ärgern. Wenn die schon mal in alle Richtungen laufen. Auch hier gilt, warum muss ich mir die Effekte tausendmal angucken? Mein Gott. Aber ist immer wieder interessant. Mein Gott. Da soll man sich jetzt nicht aufregen. Gibt schlimmere Effekte. Und vielleicht auch schlimmeren Zeitvertreib. Und hier gibt es nicht ganz so viele Monster, zumindest jetzt noch nicht. Wie im ersten Teil, und dann nervt mich das auch gar nicht zu kämpfen. Alter, hat wirklich einen Golden Hammer dabei. Okay, überraschend. So können wir den ja verkaufen, oder besser gesagt geben, dafür, dass ich ihn bis hierhin gebracht habe. Wow, wow, wow. Oh, jetzt kriegen wir alle mal dem Jungen mal auf die Fresse. Du musst dem Rohan schon aus dem Weg gehen. Nein, das war's. Der hat keine Lust mehr. Da hast du den aber auch schön geblockt, Ryu. Das hast du gut gemacht. Ja. Und dafür gibt's lecker Krötenöl. Ich weiß zwar nicht, wer das gebrauchen kann und wofür das ist. Ich glaube, das macht eine schön weiche, warzige Haut. Darauf, wo die Ladies, wo die Männer drauf abfahren. Wieder eine Puffen, also soll ich zurücklaufen? Ich glaube, ich laufe zurück. Ah, das mache ich aber irgendwie in der Pause, denke ich. Also, ich laufe jetzt schon mal ein Stück. Daran könnt ihr mich immer noch informieren, übrigens, ob ihr das so in Ordnung findet mit dem auf Englisch vorlesen und dann irgendwie versuchen, das ein bisschen zusammenzukrausen und so das Grobe davon hinterher zu erzählen. Und ich denke, es geht schneller, als ich, wenn ich den englischen Text da so irgendwie on the fly übersetze. Weil ich mir dann schon Gedanken darüber machen kann. Aber im Endeffekt müsst natürlich nicht nur ich, sondern ihr müsst das natürlich auch wissen, was euch da am besten und am liebsten gefällt. Das könnt ihr mir immer noch, wie immer, in die Kommentare schreiben. Auch sonst so, was ihr von dem Projekt haltet bis jetzt, oder ob ihr das selber vielleicht gespielt habt. Würde mich auch interessieren. Weil für mich ist das hier schon ein gut gelungener Klassiker. Oh, nochmal zurück. Mal eben nochmal die Puffinutti abgeben. This queer fucked world thing must be a Carrow. They said he forage for Puffnuts. Okay, da haben wir ihm noch eine gegeben und irgendwie hat er noch nicht so... er reagiert noch nicht darauf, sagen wir mal. Wir speichern nochmal schnell. Komm her. Und dann rennen wir nochmal zurück. Das mache ich dann irgendwie jetzt aber gleich in der guten Aufnahmepause.
Und dann sehen wir uns gleich an dem ausgelutschten Teich wieder. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn es wieder heißt, hier spricht Ustra. Bis dahin, ciao.